Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Christmas Adventure Winter Night's Nightmare. Warum genau machen wir das? Ich weiß es nicht. Wir hatten auch, glaube ich, keinen Punkt, wo wir weitermachen konnten, oder? Ich habe letztes Mal einfach frustriert aufgegeben. Wir mussten eine Mausefalle bauen, wir haben diese Gläser mit Gewürzen, wir haben den Mistelzweig, wir haben eine Schaufel. Ganz viel Krautgedöns, die Wreath Schemes und immer noch Gingerbread. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo wir weitermachen müssen. Aber wir können ganz viel nicht mehr anklicken. Hier müssen wir noch die Sanduhr reparieren. Das war auf jeden Fall eine Sache. Hier müssen wir diese Kränze fertig flechten, was aber... Ich kann halt das Layout da nicht hinpacken. Ich kann die Kränze nicht mitnehmen. Und die Berries haben wir hier gepflückt. Die werde ich hier nicht brauchen. Wir mussten hier hinten irgendwo was brauen, oder? Herbs for Rituals? Ich weiß nicht, muss hier das Rezeptding hin? Nee. Das macht alles schon eher wenig Sinn. Können wir eigentlich da oben noch hingehen? Ach, guck mal einer an, hier ist noch eine Location. Wimmelbild. Make a Barb Wire. Wie gut, dass ich dank des Vogels erst einfach Barb Wire gelesen habe. Okay, Stacheldraht. Das ist ja auch richtig weihnachtlich. Erstmal Stacheldraht machen. Sicher. Stacheldraht, 50% Stacheln, 50% Draht. Wer kennt es nicht? Hier ist der Draht. Und dann brauchen wir irgendein Dorngestrüpp oder so. Weiß ich nicht. Was sieht denn hier stachelig aus? Die Sterne müssen wir bestimmt später einsammeln noch. Ich sehe so drei Sterne. Oh doch, das sind die Sterne fürs Barbed Wire? Okay. Ja, genau so. Genau so funktioniert es. Das macht Sinn. Da ist eine Kobra in der Schlange. Eine Kobra in der Schlange. Genau das, eine Kobra im Korb, wollte ich sagen. Wir haben jetzt den Basket, aber noch nicht die Kobra. Ich bin mir unsicher. Kurz off-topic. Ja, 1 Champions kann man nur noch aus Events bekommen. Kann man nur noch aus Timegates bekommen, nicht mehr aus Events. 2 Champions übrigens auch nur noch aus Timegates. So. Aber was wir brauchen, ist irgendwo eine Schlange. Und ich sehe keine. Snake, it's a snake. It is not, though. Ich dachte erst, dass es das Ding hier irgendwie ist, aber nein. Was ist das da? Nichts, okay. Mein Kaffee ist auch schon wieder fast kalt, verdammt. Lass mir immer zu viel Zeit mit dem Kaffee trinken. Sollte echt mal wieder meinen richtigen Thermobecher verwenden. Ich dachte, das Spiel ist für das Ende des Streams geplant oder war davor noch ein anderes Spiel? Wir spielen, also wir sind schon seit 2,5 Stunden am Stream. Haben schon 2 andere Spiele gemacht. Ach so, wir brauchen dieses Ding, um die Schlange da rauszulocken. Okay. Ich verstehe. How about an old witch trick? How about no? Try to capture lightning in the crystal ball. Klar.
Make wax runes in a bowl. Was? Okay, eigentlich wollte ich diesen Runenstein da mitnehmen, aber der ist offenbar nicht wichtig. Hast eine richtig gute Tasse von der Arbeit bekommen? Richtige Größe, um gut zu halten. Von der Größe, um gut zu halten, ist die Tasse auch. Ich habe aber tatsächlich auch so einen richtigen Thermobecher. Also halt mit Deckel. Den müsste ich, glaube ich, für Streams einfach mal wieder ausgraben. Das wäre im Moment schon sinnvoller. Dann bleibt der Kaffee wenigstens heiß. Ich meine, das ist halt so gesehen auch eine, ist halt so ein Edelstahl-Thermobecher, wo zumindest zu den Wänden her, also zum... Ne? Nicht wirklich was weggeht, aber nach oben geht die Wärme halt trotzdem weg. Aber ich mag ihn einfach, weil das halt mein Couch Crash Festival Becher ist. Mag den sehr. Aber wir müssen Wachsruhen in der Schüssel machen. Nehmen wir doch diese Schüssel. Io, easy. Okay, jetzt können wir vernünftig wimmeln. Wir brauchen den Kamm. Brauchen die Candle, die plötzlich wieder da ist. Das war richtig weird. Wir brauchen die Potion, die hier steht. Was zur Hölle ist Dogberry? Ist das das Zeug? Offenbar. Wir brauchen den Cane. Das ist jetzt der Stab hier. Wir brauchen einen Mantle. Ist das das Teil? Nein. Was ist denn hier der Mantle? Fern und Cactus. Cactus ist hier. Irgendein Farn. Das ist das Ding hier hinten, oder? Jawohl. So. Die Toleranz für Bullshit ist scheinbar noch da. Ja, schon. Ey, wir haben ja gerade auch erst angefangen, ne? Also. Wir sind ja jetzt noch keine 10 Minuten in-game. Ich schätze, die Toleranz für Bullshit wird sich sehr schnell wieder ändern. Das ist nicht der Mantle. Okay, dieses blaue Etwas war Mantle. Klar, genau gesehen. Okay, und von all diesen Sachen nehmen wir jetzt nicht die magischen Runen mit oder so, die wir vielleicht bräuchten, sondern den Stacheldraht, ja? Nun. Wir hätten den Kamm mitnehmen können, damit hätten wir dem Pferd endlich mal die Kletten aus der Mähne bürsten können, aber... Ist ja auch völlig überbewertet. Den müssen wir immer noch irgendwas in die Hand packen und die Gewürze gehen halt nicht. Also ich schätze, dass wir denen irgendwas in die Hand packen müssen. Sie sieht einfach so aus. Aber wir sind auch schon wieder an dem Punkt. Wo zumindest... Oh! Hier ist noch ein Hidden Spot gewesen. Haha, hier können wir schaufeln. Kann sagen. Wieder keine Ahnung, wo es weitergeht. Cut piece of cheese. Das ist, finde ich, richtig nervig, ne? Achso, so dieses... Mach irgendwelche sinnlosen Sachen, bevor du das eigentliche Wimmelbild machen kannst, aber okay. Vor allem, weil das auch so super sinnlose Tasks sind. Warum soll ich jetzt Käse schneiden? Also ich sehe den Käse. Aber warum soll ich jetzt Käsewürfel machen? Es gibt einfach keinen beschissenen Grund dafür. Vielleicht können wir die Käsewürfel dann an den Stacheldraht stecken. Das ist dann sehr dekorativ. Irgendwer ein Messer? Ich sehe eine Hand. Was ist das hier? Nichts Brauchbares, okay. Ich sehe Potions, mehrere. Und eine Gießkanne, eine Kelle, Ingwer,
Streichhölzer, ein Gürtel oder sowas. Könnte auch einfach nur eine Schnur sein, aber ein Messer. Was ist das, Dinget? Keine Ahnung. Können wir mit den Hummerscheren Würfel schneiden? Nein, können wir nicht. Ist auf dem Schädel noch irgendwas versteckt? Nee. Also ich sehe hier gerade nichts, womit ich Käse schneiden könnte. Hat irgendwer eine Ahnung? Ich sehe halt echt nichts. Bin für jeden Tipp dankbar. Was ist das hier? Nix, okay. Ich meine, so ein Messer oder so. Ich weiß nicht mal, ob wir ein Messer suchen. Das kann halt auch sonst was sein. Aber es wäre eigentlich typisch, dass das hier irgendwie so an so einem Regalbrett mit versteckt ist, aber. Oder halt dann irgendwas, was eh eine halbwegs gerade Linie bildet, dass das da einfach so rangepackt ist, aber. Und behauptest, Cut ist das falsche Wort und die meinen gar nicht schneiden? Dann was anderes? Naja, aber in welchem Topf soll ich das schmelzen? Also hier sind halt ganz viele Schalen und so, aber hier ist ja auch kein Feuer. Also das Ding habe ich schon angeklickt, das geht auf jeden Fall nicht. Der Fleischwolf geht auch nicht. Also wir können jetzt natürlich at random wieder Sachen anklicken. Tipp nehmen, aber eigentlich will ich das nicht schon nach nicht mal 15 Minuten im Spiel. Also wieder im Spiel. Haben wir ja schon 4 Stunden gespielt oder so. Nur nicht heute. Aber ich sehe es halt ums Verrecken nicht. Hier? Nee. Ich sehe die Augen auf dem, was auch immer es ist. Also es sind, glaube ich, nicht mal Augen, aber. Scheiß drauf, ich nehme jetzt einen Tipp. Na klar, wir schneiden den Käse mit der Muschel. Das ist ja vollkommen logisch. Wie man das von zu Hause kennt. Ich wünschte, in dieser Tasse wäre Alkohol. So, wir müssen eine Violent Potion brauen. Was darf ich denn unter Violent verstehen? Oder soll es Violet heißen und da ist einfach ein N zu viel drin? Soll sie einfach violett sein? Also ich bin in diesem Spiel auch sehr für Gewalt zu haben, aber ich glaube, es soll einfach Violet sein, oder? Ja. GG. Find Lady Beetle. Okay, hier ist irgendwo ein Marienkäfer. Angeblich. Ich dachte, der wäre mir mittlerweile aufgefallen, aber. Der Hummer ist es nicht. Ich traue dem Spiel ja inzwischen alles zu. Was ist das hier? Auch kein Käfer.
Am Ende ist es der Ingwer oder so, den wir brauchen. Ah ja, dieses Grünzeug brauchten wir auf jeden Fall für den Lady Beetle. Aber offenbar brauchen wir noch was. Okay, ich bin jetzt einfach an einem Punkt angekommen, wo ich einfach so random Sachen anklicke. Heißt Marienkäfer nicht Ladybug? Ja, eigentlich schon, aber was ist sonst ein Lady Beetle? Also, was soll es sonst sein? Ich weiß es nicht. Okay, ich nehme die Kelle gleich nochmal. Vielleicht ist das hier das richtige Item? Nope. Okay. Dann gehen mir gerade ein bisschen die Ideen aus. Ich meine, so viele Sachen gibt es halt auch nicht mehr zum Anklicken. Nö. Okay. Keine Ahnung. Also es macht halt wirklich auch gar keinen Sinn, oder? Wir müssen jetzt irgendwas finden und das, was unten steht, was wir finden sollen, ist vermutlich nicht das, was wir wirklich finden sollen. Also ich wüsste langsam halt auch nicht mehr, was ich noch anklicken kann. Wir können es nochmal mit den Teilen hier an der Seite probieren. Den kleinen Krügen. Aber ansonsten habe ich alles, was hier an der Wand klickt, an der Wand hängt, angeklickt. Ich hatte den Knoblauch, ich hatte das Dinget. Ich hatte die Teile, ich hatte das Teil, das hier unten. Also das da unten ist auch einfach verlasse, das Wimmelbild, okay. Der Schädel ist es nicht, das Teil ist es nicht, das Teil ist es nicht. Ja, aber wenn, also ja, ist schon klar, dass es Ladybug heißen müsste, aber was suchen wir sonst? Also es ist halt so. Es ist nicht die Gießkanne. Ich könnte hier nochmal auf die Dinger klicken. Gut, dann warten wir vielleicht einfach, bis der Tipp aufgeladen ist, oder? Die Beeren sind es auch nicht. Was auch immer das Gelbe daneben ist, ist es nicht. Die Waage ist es nicht, die Schale ist es nicht. Hier von dem ganzen Gestrüpp ist es halt auch nichts. Also hier habe ich schon die Blüte und die Knospen und keine Ahnung was angeklickt. Es ist nicht, was auch immer sich hier rumwindet. Es ist nicht der Deckel. Es ist nicht dieses ganze Dinget. Es ist nicht die Kerze. Das hier hinten ist, glaube ich, einfach nur so zur Deko da. Es ist nicht das X. Es ist auch nicht das, was hier sonst noch rumsteht. Ich weiß nicht, was ich hier noch anklicken soll. Also was habe ich da noch nie angeklickt? Ja.
Lady Beetle ist in der Tat ein anderer Name für Marienkäfer. Okay, nichtsdestotrotz haben wir, um den Marienkäfer zu finden, zuerst irgendein Kraut eingesammelt, also irgendwelche Kräuter. Können wir? Ne, ist noch nicht fertig aufgeladen. Offenbar noch nicht ganz. Ich sehe hier zwar kein Grau mehr, aber... Okay. Ich sehe hier halt auch einfach keinen Marienkäfer. Seriously. Den Hummer angeklickt. Ich habe irgendwie hier noch nicht alle Sachen im Regal, glaube ich. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin versucht, einfach im Menü die Aufladezeit für die Tipps zu ändern, einfach weil das Spiel so furchtbar ist. Die Gießkanne, die habe ich dreimal angeklickt. Ich habe ohne Witz diese Gießkanne mehrfach angeklickt. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ah ja, und hier ist jetzt der... Ja, klar. Er hat jahrhundertelang in der Knospe geschlafen. Völlig klar. Figure out how to create a lantern. Nö. Ich hab gar keinen Bock zu. Es ist halt auch so... Es ist halt einfach richtig beschissen gemacht. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Es ist schon einfach Kacke. Vor allem, nachdem ich jetzt diese Gießkanne mehrfach angeklickt habe und es nicht ging, bis ich den Tipp genommen habe, ist es jetzt auch so, ja, lohnt es sich jetzt überhaupt noch hier rumzuklicken? Oder... Okay, wir haben jetzt irgendwie diese Schnur und diese Wasserschale. Vielleicht war es auch kein Wasser, aber irgendwas halt. So, wir müssen... Vielleicht ist es auch keine Lantern. Vielleicht wird es eher eine Fackel oder so. Ich Streichhölzer. So. Das ist einfach das beschissenste Teelicht aller Zeiten. Aber okay, wir haben es hinter uns gebracht. Weitestgehend. Wir brauchen diese Lilie und diesen Knoblauch. Und dieses Glas... Und diese... Okay, wir brauchen irgendeine Vase. Okay, das Ding. Dann brauchen wir die Trauben. Dann brauchen wir den Ingwer. Viburnum? Das haben wir doch schon mal irgendwo gesucht. Was war denn das? Und was ist Omar? Das ist der Hummer offenbar. Das ist unser persönlicher Hummer. Den haben wir Omar genannt. Ah, das Kraut hier oben, okay. Cool, und was nehmen wir jetzt mit?